Ja, willkommen zum zweiten Teil unserer 14. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir haben im ersten Teil gesehen, wie wir ein Feld statisch anlegen mit Zeigern, in dem dynamische Strukturen verwaltet werden. Ich möchte mit Ihnen jetzt das statische Feld in ein dynamisches umwandeln. Ich lege mir eine Variable an, die heißt Max Kunden. Die ist initial erstmal Max groß. So, jetzt wandle ich ganz einfach aus dem Kundenfeld Kunden ein dynamisches Feld, indem ich anstelle des Feldes einen Zeiger setze. Ich verwende jetzt mal Calloc, das initialisiert. Wir sagen, ich möchte Max-Elemente, das ist die Anzahl, und Size of T Kunde Stern. Also in meinem dynamischen Feld sind initial Max-Elemente vom Typ T Kunde Stern. Das Programm sollte jetzt erstmal noch genauso funktionieren wie vorher. Wir schauen uns das mal kurz an. Wir haben unser Kunden als Array. Wenn wir allokieren, bekommen wir einen Zeiger mit Elementen, die sind jetzt alle mit 0 initialisiert. Das sieht ganz gut aus. Das heißt, ich füge einen Kunden hinzu. Ich springe mal drüber. Wir sehen, hier wurde ein Kunde eingetragen. Das sieht ganz gut aus. Können auch auf dem Heap schauen und sehen auf dem Heap jetzt, okay, da ist unsere Anna Adam von gerade eben. Und wir sehen natürlich, davor ist unser Array, das diese 5 Elemente aufnehmen kann. Wieder zum Stack zurückkehren, drüber springen, dann ist unser Bernd hier unser zweites Element angelegt. Sehen jetzt gleich noch unser drittes Element. Das heißt, unser Kundenfeld hat 3 Elemente. Auf den Heap haben wir die 3 Elemente neben dem dynamischen Feld. Können natürlich genauso das Feld ausgeben, können ein Element löschen. Wir sehen jetzt, hier hat sich erstmal nichts geändert. Auf dem Heap sehen wir, dass das Element weg ist. Wenn wir es jetzt auf Null setzen, dann ist es auch hier wieder korrekt eingetragen und wir können unseren neuen Kunden wie bisher hinzufügen. Das ist jetzt der erste einfache Schritt gewesen. Wir haben nämlich einfach aus einem statischen Feld ein dynamisches Feld gemacht, was natürlich nur eine statische Größe aufweist. Wie können wir jetzt weiterarbeiten? Wir wollen, dass addKunden einen Kunden hinzufügt und wenn die Größe des Feldes überschritten ist, dann soll addKunde einen neuen Kunden anlegen. Dazu setze ich erstmal Max auf 3. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 3 Kunden. Das funktioniert gerade noch. Das heißt, wir fügen noch einen Kunden hinzu. Das ist unser David Denver. Und jetzt würde das Programm natürlich komplett abstürzen, weil wir einfach über ein Feld der Größe 3 in den Heap-Speicher noch zusätzliche Informationen reinschreiben. Was müssen wir ändern? Ich habe schon angefangen und habe die Konstante Max in einer Variablen gespeichert. Die Idee ist jetzt folgende: Wenn ich einen Kunden anlege, dann gibt mir die Funktion add zurück, wie viele Kunden aktuell maximal möglich sind. Dazu muss ich natürlich Max Kunden auch übergeben. Auf die Weise kann ich Max Kunden ganz einfach verändern. Das heißt, ich rufe die Funktion auf mit Initial 3. Spätestens beim David brauchen wir natürlich 4. Das heißt, da muss addKunden unser Kundenarray vergrößern. Also ich übernehme jetzt einfach das mal für die nächsten Zeilen. Dann machen wir hier unten, haben wir das nochmal. Und was ich noch zeigen möchte, ich möchte noch einen weiteren Kunden anlegen. Das ist die Julia Bach.
Wir werden gleich sehen, warum der Name mit B beginnt. So, ich warte auf einen Aufschrei aus der Hörerschaft, denn das kann natürlich nicht funktionieren. Wir legen hier Kunden an. Das ist eine lokale Variable. Wir möchten die Größe dieser lokalen Variable verändern. Das kann unsere Funktion add nur, wenn ich einen Zeiger auf die Variable übergebe. Das heißt, wir übergeben jedes Mal den Zeiger auf das Array. Dann hat die Methode add die Möglichkeit, das Feld dynamisch anzupassen. Jetzt schaut unser Main-Programm gut aus. Das heißt, ein Fehler ist hier noch. Wir müssen natürlich Max Kunden übergeben. Und damit wir sehen, dass das ganze Programm am Schluss auch noch funktioniert, geben wir am Ende auch nochmal aus, weil sich Max Kunden natürlich ändern wird. Wie müssen wir jetzt unsere Add-Funktion anpassen? Also, wir brauchen einen zweiten Parameter, das ist unser Int Max Kunden. Unser Max Kunden ersetzt natürlich das Max. Und bei Erfolg wird natürlich Max Kunden zurückgegeben. Bei Misserfolg geben wir nach wie vor eine 0 zurück. Was ist jetzt mit unserem Array? Wir übergeben nicht das Array mit Zeigern auf Kunden, wir übergeben die Adresse des Arrays, also den Zeiger auf ein Array mit Zeigern auf Kunden. Das heißt, wir brauchen hier einfach noch einen Stern mehr. Ich glaube, es wird übersichtlicher, wenn wir hier statt dem Array nur Zeiger verwenden. Wir übergeben an die Funktion einen Zeiger. Dieser Zeiger zeigt auf eine Variable, nämlich unser Array Kunden, das auf T-Kunden-Zeiger zeigt. Das heißt, uns muss jetzt klar sein, Kunden ist nicht mehr das Array, Kunden ist ein Zeiger auf das Array. Das heißt, hier ist es okay, wenn nicht Kunden, dann ist der Zeiger auf das Array nicht gesetzt. Wir erzeugen unseren Neukunden. Jetzt müssen wir aufpassen, Kundenindex i ist falsch. Wir müssen erst den Zeiger auflösen. Mit Auflösung des Zeigers sind wir wieder auf der Ebene des Arrays. Also, die Variable, die auf das Array zeigt, wird mit Sternkunden aufgelöst. Wir sind in der Variable, also in unserem Array aus der Main-Funktion. Das gleiche gilt hier für den Zugriff auf Kunden. Index i, wir lösen erst den Zeiger auf. Also sieht es hier ganz schön. Hier ist unser Array, das heißt Kunden. Wir kriegen einen Zeiger auf Kunden, das ist unser dritter Stern. Damit wir wieder auf der Ebene von Kunden sind, unserem eigentlichen Array, müssen wir mit Stern Kunden erstmal diesen Zeiger auflösen. So, und jetzt im Fehlerfall können wir jetzt Folgendes tun. Das heißt, unser Stern Kunden ist jetzt ein Realloc. Wir allokieren also neuen Speicher. Der alte Zeiger war Stern Kunden. Und die Größe ist jetzt Max Kunden. Wir verdoppeln einfach mal 2. Mal size of, und das sehen wir ja hier unten, wir speichern T-Kunden-Zeiger, also T-Kunden-Stern. Wir verdoppeln damit jetzt den Speicher des Feldes. Wir sagen, Max Kunden ist 2 mal Max Kunden. Verdoppeln das und wir können jetzt natürlich, sollten das davor tun, können jetzt natürlich Kunden in unser Kunden
bei Max Kunden, das ist ja darauf, wo I jetzt zeigt, unser New Kunde eintragen und wir können damit das Löschen rausnehmen. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, weil auch das Sternkunden kann null sein. Das heißt, nur im Erfolgsfall, falls Sternkunden, dann setzen wir, verdoppeln und geben Return das neue Max-Kunden zurück. Im nach wie vor Fehlerfall, Realloc ist nicht erfolgreich, dann geben wir unseren Kunden frei. So, es bleibt ein Problem zu lösen, nämlich die Initialisierung. Realloc initialisiert nicht. Das heißt, wir müssen das Feld Kunden noch initialisieren. Und ich würde das jetzt mal ganz einfach hier vornehmen, ein Init. Schreiben uns gleich noch eine Funktion, die das Initialisieren vornimmt. Unser Stern Kunden. Und zwar von Max Kunden bis 2 mal Max Kunden. Das ist ganz wichtig, sonst kriegen wir hier im Array in der zweiten Hälfte nicht initialisierten Speicher. Schauen wir mal, ob das soweit passt. Init kennt er nicht, genau. Die Init-Funktion, die schreiben wir einfach vor das Add. Das ist sogar eine Prozedur, macht nichts anderes als ein Array beschreiben. Das ist jetzt wieder unser T-Kunde Stern Kunden und das ist das einfache Array. Und zwar von bis. Und zur Sicherheit prüfen wir mal nochmal hier, ob Kunden gesetzt ist. Wenn es gesetzt ist, dann laufen wir von from to to E++ Kunden Index I ist gleich 0. So, und damit initialisieren wir jetzt das restliche Feld. So, jetzt schauen wir nochmal, ob es übersetzt. Wir haben jetzt hier noch die Warnung, genau, die hatten wir vorher auch. Das passt. So, schauen wir, was passiert. Wir starten, legen das Feld an. Ich mache einfach mal hier einen Breakpoint. Die ersten Schritte sind gleich geblieben, das heißt, wir allokieren den Speicher. Jetzt tragen wir die ersten 3 ein. Das funktioniert, da passiert nichts Besonderes. Wir schauen uns jetzt den vierten Fall an. Ich habe ja Max auf 3 gesetzt. Wenn wir hineinspringen in unsere Funktion add, ich schiebe das noch mal ein bisschen rüber. Also Name Kunde ist gesetzt, wir kriegen den neuen Kunden, der ist auch gesetzt. Jetzt durchlaufen wir die Schleife bis Max Kunden und werden feststellen, es sind alle 3 Felder, sehen es hier oben, alle 3 sind besetzt. Und man sieht jetzt hier, das ist so ein Virtual-C interner. Dieser Speicher ist hier eine Heap-Marke, das heißt, das zeigt das Ende des allokierten Heaps. Das heißt, das ist ungültig. Wir haben also unsere Größe Max Kunde erreicht. Jetzt allokieren wir 9 Speicher für unser Kunden. Unser Kunde zeigt im Moment auf die 11.0.1.8. Wenn wir jetzt über das Realloc drüber springen, kriegen wir die 11.0.dd. Wir können das auch auf dem Heap sehen. Also wir waren gerade ganz oben gestanden, jetzt sind wir hier hinten. Hier ist unser neues dynamisches Feld und wir sehen natürlich, das ist völlig nicht initialisiert. Das würde also zu auf jeden Fall Fehlern führen. Wir sehen sogar hier steht noch die Heap-Marke drin, weil der Speicher einfach von Malloc nicht angetastet wird. Das heißt, wir müssen initialisieren. Wenn wir jetzt drüber springen, ich springe auch mal über das Init drüber. Dann wird jetzt hier null eingetragen. Das heißt,
Der Platz ist jetzt frei. Wir tragen an der Stelle Kunden Max Kunde jetzt unseren neuen Kunden ein. Das heißt, wir sehen es hier, ist unser neuer Kunde angelegt. Wir verdoppeln das Max Kunden. Max Kunden ist jetzt nicht mehr 3, sondern unsere 6. Wir springen raus, haben Max Kunden auch in der Main aktualisiert. Gehen wir kurz die Liste aus. Sehen unsere 4 Ausgaben. Jetzt kommt das harte Löschen eines Kunden. Wir fügen nochmal einen Kunden hinzu. Noch einen Kunden hinzu und geben nochmal das Ganze aus. Also ab hier ist unsere neue Ausgabe. TC war der neue und am Ende noch die Julia Bach. Was ich Ihnen jetzt noch mal kurz zeigen möchte am Hieb, wie sich das Ganze verhält, wenn man da ganz schön sieht, wie eben Speicher neu allokiert wird. Das heißt, wir starten das Programm noch mal von vorne. Das erste, was wir allokieren, ist unser Feld der Größe 3. Also wir kriegen hier bei der 1,8 im Speicher 12 Bytes für die 3 Zeiger. Wenn wir jetzt hier immer über das Kundenanlegen drüber springen, als erstes unser Adam. Dann wird dieser Zeiger eingetragen. Wir sehen den Adam, unser Bernd, jetzt kommt unser Karl. Und jetzt passiert Folgendes, ich springe nochmal in die Funktion rein, dass man das schön beobachten kann. Und wir springen einfach mal an die Stelle des Relocks. Wenn wir an der Stelle angelangt sind, wir haben jetzt schon den Speicher für David angelegt. Jetzt wird der neue Speicher allokiert. Das heißt, unser Feld liegt bei der 1,8. Wenn wir drüber springen, sehen Sie, wandert das Feld auf die Adresse DD. Die ersten 3 sind auch richtig kopiert, der Rest ist nicht initialisiert. Und man sieht dann natürlich ganz schön, dass hier oben im Heap eine Lücke auftritt. Das heißt, jetzt nach der Initialisierung, sehen wir auch, dass eben nur das vierte Feld belegt ist. Hier haben wir unsere Null eingetragen. Wir kehren zurück. Und was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist, dass natürlich jetzt beim Anlegen unseres neuen Kunden, ich habe bewusst den Kunden TC genannt, die 2 Buchstaben, die passen natürlich in die 12 Bytes, die am Anfang frei waren. Das heißt, wenn jetzt unser Speicher für das neue Element angelegt wird, dann landet er wieder ganz vorne an der ersten freien Adresse der 1,8. Das zeigt nochmal, wie gefährlich es ist, wenn Sie Pointer nicht auf Null setzen, die Sie freigeben. Denn wenn Ihr Programm irgendwo noch den Zeiger auf das alte Feld halten würde, dann wäre jetzt spätestens das Feld überschrieben. Und wenn zum Beispiel das ausgegeben wird, würde das Programm natürlich abstürzen. Wir sehen jetzt noch das Beispiel von unserer Julia Bach. Ich habe den Bernd Bertram gelöscht. Der war hier zwischen der Anna und dem Karl. Da, wo der Bernd war, kann jetzt natürlich die Julia hin, weil der Name auch ausreichend klein ist, dass er in die Lücke reinpasst. Wir sehen also, unsere Julia taucht hier an der Stelle im Heap auf. Das heißt, auch hier wird der Zeiger, die 62 Hex, wiederverwendet. So, und zum Schluss noch ganz kurz. Sie sehen jetzt im Heap-Speicher, dass Ihr Programm den Heap nicht freigegeben hat. Das sollten wir natürlich nicht tun. Wir sollen immer Speicher freigeben. Ich nenne das mal Delete-Kunden. Und ich würde jetzt das Kunden auf Null setzen. Delete-Kunden ist ganz einfach. Es ist eine Prozedur. Bekommt das Feld auf die Kundenzeiger übergeben. Machen wir hier kurz zu. Und wir sind dynamisch. Achtung, aufgepasst. Wir brauchen hier ein Max Kunden. Also wir können ja nur bis Max Kunden löschen. Nur so viel Speicher wurde allokiert. Also falls Kunden gesetzt ist,
laufen wir von i0 bis kleiner max Kunden i++ und wir geben den Speicher Kunden bei Index i frei. Ansonsten geben wir den Speicher noch von Kunden frei. Also ich schreibe mal hier hin dahinter, das sind die Kunden und das ist das Array. Also wir müssen jetzt bei einem dynamischen Array natürlich nicht nur den Inhalt, die Elemente freigeben, sondern auch das Array selber. So, jetzt schauen wir uns das auch mal an. Setzen wir hier einen Breakpoint, starten das Programm einfach bis zu dieser Stelle. Wir schauen uns den Heap an. Ich mache das jetzt mal ein bisschen kleiner. So, unser Array ist natürlich gesetzt. Das wissen wir. Das ist hier unsere DD-Adresse. Jetzt geben wir frei und wir sehen, dass der Heap aufgeräumt wird. So, jetzt kommt etwas, was interessant ist. Wir haben nicht 6 Kunden angelegt, wir haben nur 5 Kunden angelegt. Das heißt, in dem Array bei Index i stand auch noch Null drin. Die Funktion free ist einer der wenigen Funktionen der Laufzeitbibliothek, die ein Null als Argument akzeptieren. Das heißt, ich kann immer free Null aufrufen. Das wird einfach ignoriert. Der Hintergrund ist der, wenn man einen Zeiger auf Null setzt und danach versehentlich ein zweites Mal free aufruft, dann passiert natürlich nichts. Und hier auch unser free Kunden. So, und so soll ein Programm ausschauen, wenn es terminiert. Der Heap-Speicher ist wieder sauber aufgeräumt. Das heißt, Sie können bei der Virtual-C-IDE, wenn Sie ein Programm beendet haben, auf dem Heap schauen, ob noch Speicher vom Programm allokiert ist. Auch wenn das Betriebssystem theoretisch den Speicher eines Prozesses löscht, so gibt es Konstellationen, wo allokierter Speicher vom Betriebssystem nicht vollständig gelöscht werden kann. Das führt dann zu sogenannten Speicherlecks, was letztendlich dazu führt, wenn der Prozess häufig gestartet wird, dass der Arbeitsspeicher des Rechners mit der Zeit verloren geht und irgendwann der Arbeitsspeicher voll ausgelastet ist. Es ist ein guter Stil des Programmierens, dass Sie jeden Speicher, den Sie allokiert haben, auch wieder freigeben. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.